Harald Weidmann präsentiert interessante Geocache-Vorstellungen aus Nordhessen. Heute machen wir eine kleine Cache-Tour in der Stadt Polheim, die ist etwas südlicher. Hier scheint noch die Sonne, im Gegensatz zu unserer Gegend, wo es im Augenblick regnet. Und mal schauen, ja, was wir so finden. So, jetzt sind wir hier in Polheim. Und zwar geht es hier zu dem Cache Zipfelgipfel. Ich denke mal, vermute mal, dass es hier runter geht. Also ich denke hier die Brücke müssen wir erstmal rüber. So, jetzt sind wir da. Also hier sollte der Zipfelgipfel sein. Das Dumme ist, es ist ein Mikro. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das bin ich ziemlich sicher. Ja, war enorm schwierig hier. Also das in Mekko war enorm schwierig, denn er war auf der anderen Seite vom Gebüsch. Wir gehen gleich von hier aus zu dem Cache Trimdich. Der ist also auch nur 600, 700, 800 Meter entfernt. Also hier steht Waldsportpfad. Also hier müssten wir doch schon richtig sein. So, hier steckt ein Häuschen mitten im Wald, aber der Weg ist in etwa richtig. Mit den Leuten trifft man hier, wird man gefragt, ob man Pilze sucht. Ja, da fange ich dann lieber gar nicht erst an, von Geocache zu reden, denn es kennt doch keiner. So, also noch 150 Meter. Ja, das war doch wieder einfach. Ich habe mich schon ein bisschen aufgedeckt, man hat ihn nicht gesehen. Aber es war trotzdem dank der Koordinaten kein Problem. So, so sieht es hier aus. Ist leider ein bisschen feucht. Also hier würde ich irgendwann mal das Logbuch unbedingt austauschen. Das sieht matschig aus. Jetzt stecken wir hier weit auf einen Hügel. Ja, über Polheim. Und zwar geht es hier zu dem Cache Dieter. Mal schauen. Also ich habe ihn schon erspäht. Keine allzu schwierige Sache, wenn man den Hint gelesen hat. Schaut nur mal, gut getarnt. Klappe auf. Und was steckt da drin? Ein Döschen mit dem Cache. So. Das ist halt wieder mal ein schöner Mikro, den man auch finden kann. Also, Dieter gefunden, bestens alles. So, nochmal ein Blick direkt vom Cache aus. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo es zur schönen Aussicht geht, also auch ein Mikro, nennt sich schöne Aussicht. Also hier sind wir bei dem Cache, schöne Aussicht. Das Mikro muss jetzt hier irgendwo liegen, gibt es natürlich wieder tausend Möglichkeiten. Kein Hint, das wird nicht einfach. Mal nochmal die Aussicht genießen, ja, kann man sagen. Schlecht ist sie nicht, denn nicht weltberühmt. Aber nicht schlecht. So, gucken wir doch mal zuerst hier, wie das noch nicht so aussieht. So, also hier ist auch eine Bank. Und da habe ich jetzt auch schon abgesucht alles. Nebkisch und runter. Oh Gott, das wird schwierig. So, jetzt geht's zum Cache Radweg.
Und da könnte man fast direkt parken, braucht man gar nicht weit laufen. Also ich vermute mal, dass er hier irgendwo steckt. Ich muss dann erst wieder das GPS-Gerät raus. Ach, war noch nicht. So, mal gucken. Na, das war doch wieder leicht. Endlich mal wieder ein Erfolg. So, hier sind wir jetzt zum Ausgangspunkt für den Cache Hügellandschaft. Und ich vermute mal, hier geht es erstmal lang. Von hier aus kann man, glaube ich, dann auch zu dem zu weiteren Caches. Da geht es dann wahrscheinlich links zu dem See, bei Balance und was da noch alles gibt. Aber wir gehen erstmal zur Hügellandschaft. Ja, die Richtung stimmt. So, jetzt sind wir da. Und wie ich vermute, ist er auch hier irgendwo. Leider ist es ein Small. Ach Quatsch, ist es ein Mikro im Wald, was ich wieder hasse. Aber ein Mikro hier an der Stelle ist doch echt scheiße. Entschuldigung, aber es ist so. Aber ich suche ihn jetzt mal. Ich lege mir die Kamera aus der Hand, sonst kann ich hier nicht vernünftig suchen. So, ich habe ihn doch tatsächlich gefunden. Obwohl er super getarnt war, also hier ist er schon enttarnt. Also es war ein bisschen mehr Glück als Verstand, denke ich mal. Also, Batze Mikro im Wald ist nicht so der Hammer. Wenn man also überhaupt keine Cache-Erfahrung hat, findet man den nie. So, jetzt bin ich auf dem Weg zum nächsten Cache. Der ist also noch eine Ecke von hier entfernt, 500 Meter. Nennt sich Balanceakt. Ist eben gerade hier in der Nähe, eben bei dem Hügelcache, wo ich eben war. Und ich werde mal versuchen, ob ich den auch machen kann. Ja, ich denke, das werde ich mal schaffen. Vorausgesetzt, der Baum schafft es auch. So. Also. Hopp, oh. Das Ding federt aber auch ganz schön hier. Tschüpp, tschüpp. Und doch ganz schön schwer für den Baum hier. Ja, und dann noch mit einer an die Kamera. Ist nicht einfach. Jetzt haben wir noch hier die... Ach, ist auch noch lose, das Zeug hier. So, also da oben war er. Okay, ist geschafft. Gehen wir nun zum nächsten. Muss mal schauen, wie der hieß. So, es geht also weiter den Polheimer Hartweg. Und jetzt heißt der Cache Wackelige Angelegenheit. Auch ein Mikro. Also mein GPS-Gerät spinnt hier ein bisschen rum. Weiß also nicht genau, wo es sein soll. Aber was ich weiß, ist, dass es an einem Baum ist und ziemlich hoch hängt. Also wie gesagt, das GPS-Gerät, das zeigt mal 10 Meter in die Richtung und 10 Meter mal die. Daher kann ich im Augenblick nicht sagen, welcher Baum. So, nachdem der Kletterkirche nichts geworden ist, also wackelige Angelegenheit, weil ich den Baum einfach nicht gefunden habe, sind wir jetzt, oder bin ich jetzt bei dem, wie heißt er? Ja, Steinbruch, wie man sieht, so heißt er auch. Also da muss ich wohl hochklettern. Irgendwo. Naja, schauen wir mal. Gibt es natürlich jetzt unendlich viele Verstecke hier. Hinter jedem Stein könnte was sein. Also ich werde meine Taschenlampe rausnehmen, denn sonst sieht man hier nicht mehr allzu viel. Und ein bisschen rumstochern. So, ich habe jetzt also alles abgesucht mit der Taschenlampe von unten, von oben, zwischen den Dingern, zwischen den Steinen. Aber ich kann nichts entdecken, wo das eigentlich ein Small ist. Aber viel Spaß beim Cachen, nee. Euer Geocache TV Nordhessen.